Bis ich den hier finde, kann Jahre dauern. Theo kann dir nicht helfen, ich merke das schon. Theo mir nicht helfen kann. Hey, wo soll denn der... Den zu finden, ne? Oh. Noch was übersehen oder die Taschen voll gehabt, wer weiß. Hallo. Wie, ich hab sie nicht gleich ausgerottet. Hier können wir wenigstens mal in den Bio-Dingens gucken. Beziehungsweise umwandeln. Ach, Fehlfunktionen, stimmt, da war ja was. Muss ich erst reparieren, aber ich habe da glaube ich Kids. Ach, dezent. Schrott übertragen? Man hier Cookies. Auf einen Anzug Reparaturkits. So. Wie geht's da wieder raus, ne? Jetzt ins Maschinenlabor, da wollen wir nicht hin. Wir wollen ja den Typen finden. Mein Gott. Oh, nein, nein. Nervt auch kaum. So, wo ich gerade dabei bin. Wir haben ja genug Naturkits. Damit wir einigermaßen. Hier kann man sogar. Mit Wasser kann man Psychfähigkeiten auffüllen, das wusste ich auch noch nicht. Oh! Verdammt! Gute Munition verschwendet. Nur weil ich so schreckhaft bin. Kommt man auch irgendwie rein. Hallo? Leider habe ich keine Hebelkraft 3. Die hockt schon drin? Hier geht's auch raus, ne? Neuromod-Abteilung. Ich war mir sicher, dass wir da auch irgendwas haben. Hol den Schlüssel zu Alex' Fluchtkapsel für der Alden Graves Büro. Oh, gehen wir mal rein, oder? Ach du Scheiße, da unten explodiert schon wieder irgendwas. Das auch. Trampelt doch irgendwas. Und was sagt mir, dass ich hier noch nicht war? Doch hier ganz deutlich, aber hier war ich doch, hier sind überall Glühspuren. Klar, von hier bin ich doch gekommen. Der ist Dezember. Du brauchst das hier vielleicht, 8210. Irgendeine Tresorkombination vermute ich mal.
Ja, jetzt auch. Suche den Bürotresor. Macht das gerade etwas nervös? Ah, ich kann mich erinnern, dass ich von hier gekommen bin. Ganz am Anfang. Warum? Ich bin noch nicht da hochgekommen, ne? Habe ich mich dezent mal rumgeballert? Aber wieso? Vielleicht war ich da noch nicht fit. What? Irgendwas hat mich gerade gesehen. Okay, versuchen wir einfach mal hier hochzuklettern. Können wir doch hinkriegen. Oh ja, das sind übrigens die schönsten. Man nimmt nicht hoch. Und die Kacke jetzt. Aha, oh fuck. Ich muss dringend Munition sammeln. Oder herstellen oder was auch immer. Wieso war ich damals nicht so schlau? Ich bin gleich hier! Oh. Alter. Noch irgendwelche Gegenstände, die... Daran bin ich überhaupt nicht gewöhnt, ne? So. Do you even lift? Hebekraft 3. Ja. Das ist, im wahren Leben, Leo, könnte ich das natürlich ohne Probleme aufheben. Gut eingeben, Fehler, na, das ist doch super. Erst da kommen wir überhaupt gar nicht rein, selbst wenn wir einen hätten. Ja, das sieht doch so aus, als könnten wir hier... Genau, dafür habe ich das nämlich mal gemacht. Hier in diesem Dreckchen. Wartungsschacht auch irgendwas. Ach, guck mal. Das ist ja praktisch. Da können wir einfach hier runterspringen. Was soll denn das bringen? So, wo sind wir jetzt? Genau das, was ich wollte. Einfach mal in einen dunklen Raum reinspringen. Jede Menge Essen. Na gut, das war jetzt, glaube ich, übertrieben. Kann ich eigentlich nur eins anmachen? Entweder das oder die... Entweder das, wollte ich sagen, oder die Taschenlampe. Es ist eine minimale Beleuchtung, aber... Toll ist jetzt nicht. Würde ich auch lieber ihren Müll ablegen, ne? Das für ein Bad. Aha. Hä?
Du kommst auch gleich dran. Einziger Grund, warum mit dem Ding permanent rumläuft. Versteckt dann beim Sport was zu essen. Total unrealistisch. Ich sehe überhaupt nichts, ne? Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ach hier, guck mal. Nochmal Leichen. Luca ist kein Schmuggler. Ich weiß nicht, wieso er dieses Zeug besitzt. Ich kann Ihnen zeigen, wo er es aufbewahrt, aber quid pro quo, wenn Sie die Ware wollen, dann drücken Sie bei mir ein Auge zu. Evgeni! Wer weiß, was die hier... Nimmst du nichts zu essen mit, wenn du zum Sport gehst? Natürlich nicht. Ich esse vorher. Und dann fahre ich straight nach Hause und esse zu Hause. Aber von hier bin ich gekommen, ne? Nicht noch hoffnungsloser verlaufen, als ich es eh schon gemacht habe. Alles abgesucht? Nee. Huch. Hab mir selber eine Falle gebaut. Drin. Das ist ja super. Kannst du echt genau 3 Meter... Mich gerade erschrocken. Nur 3 Meter gucken, ne? Dem Ding. Das sind sogar welche ihren Schlafplatz genau beim Sport. Das ist ja ein bisschen übertrieben. So, das ist die Tür, die wir bestimmt nicht aufgekriegt haben. Von außen. Mega geil, ist da oben noch was? Ich bin mal ein bisschen skeptisch. Das letzte Mal bin ich nämlich schön durch die Decke geglitscht. Mhm. Sind wir jetzt in den Wartungstunnel, wo ich hier vorhin drauf gesprungen bin? Nee. Ja. Irgendein Tunnel, der scheinbar sinnlos ist. Ja, der ist wirklich sinnlos. Schneller keinen Ausgang gesehen und hier wird es auch keinen geben. Vermute ich. Der mal angewöhnt, wieder 5-mal hinzugucken. Mach die Boxen an. Nein! Froh, wenn ich hier nicht belästigt werde. So. Da war ich jetzt drinne. Das heißt, wir gehen jetzt wieder hier hinaus. Die Frage ist, mit dem hinausgehen, komme ich da so einfach raus? So, meine Taschenlampe ist leer. Ja. So. Wo bin ich? War ich da vorhin noch nicht? Dunkel wie im Arsch. Ach, hier war ich doch. Bin doch so. Hunde. Gib mir all das Essen. Noch irgendwas? Müssen wir ein bisschen Leben auffüllen.
Wir haben die Sportbar geplündert, brauche keiner mehr. Ach, hier sind noch Schränke. Waren hier Schnellspeichern? Ah, F5, alles klar. Wichtig, wichtigste Taste im ganzen Spiel meistens. Ah, guck mal an, hier kommen wir also raus. Wollen wir natürlich noch nicht, weil wir noch nicht fertig sind. Hier gerade was bewegt. Aus wie so ein Tentakelarm. Jetzt natürlich mega geil gewesen. Eine Notiz. 3 Recyclerladungen, Verkabelungen, Plastikschläuche, 2 Flaschen Bourbon, Schachtel mit Zigarren. John, das ist keine Kleinigkeit. Ich würde das ernst nehmen. Ich habe Alex bereits über diese illegalen Waren informiert. Wir nehmen V01065537 aus dem Programm. Zigarren und Alkohol sind eine Sache, aber wir können die Volontäre keine gestohlenen Recyclerladungen bunkern lassen. Was hätte er wohl damit vor? Bowser. Wie Bowser aus Mario. Nicht, dass er die Prinzessin klaut. Was zum... Waffen-Upgrade. Whoop, whoop. Da brauchen wir natürlich auch das ein oder andere. Was? Destructor Taser Plan. Oh, weiter? Nee. Doch. Oder irgendwie normal hin? What? Super. Ein Zweier, ne? Komm mal hier durch. Kommt, ich mache euch den Weg frei. Sind so ein Troll. Die kommen aber auch nicht, ne? Sind ja zu blöd, durch den Schacht zu spazieren. Echt zu blöd, hier durchzuspringen. Mimik, das sieht mir irgendwie nicht so aus. Erdungswiderstand. Kann man immer mal gebrauchen. Das sieht doch aus wie so ein scheiß Roboter. Das ist ein Mimik, so wie das da rumfeucht. Warte mal, Technopassen. Das war doch aber kein normales. Das war doch keine Maschine. Scan abgeschlossen. Doch. Doch eine Maschine. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Wie soll man den jetzt wegkriegen? Ich da durchbomben? Nee. Blöd. Blöd. Hallo, Tobi. Natürlich wird weiterhin alles gruselig mit weißem Zeug vollgespritzt. Hihi. Der Gedanke macht das Wort zum Schwein. Ach was.
Ich verspüre gerade den inneren Drang, nicht da rauszugehen. Sind anfällig für den Taser? Guck mal, der habe ich doch hier irgendwo. Taser? Hm.